Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Alex. Und die Frage von Alex, muss ich vorher schmunzeln, die ist wirklich gut. Guten Tag, ich hätte da mal eine Frage bezüglich der Innenhälterung. Es ist ja immer die Rede, dass zu wenig Umwälzung schädlich ist. Was ist denn mit dem Gegenteil? Zum Beispiel 5-mal, 6-mal die Stunde. Wo liegt die Obergrenze? Ist das auch schädlich, wenn zu oft umgewälzt wird? Liebe Grüße, vielen Dank, Alex. Lieber Alex, nein, du kannst den Teich so oft umwälzen wie nur möglich. Das hilft dem Gesamtsystem. Du wirst extrem, je höher du umwälzt, je häufiger du umwälzt, desto geringer werden deine Spuren an Ammonium, an Nitrit, weil einfach das Ammonium, das abgeatmet wird, das wird sofort den Filterbakterien angeboten. Und das Nitrit, was im System, was von den Filterbakterien beim Filterdurchgang auch nicht abgebaut wird, wird auch in maximal hoher Geschwindigkeit den Bakterien wieder angeboten, so dass das System einfach hervorragend läuft. Zugleich wird der biologische Filter, das Filtermaterial, in der Regel kommt natürlich darauf an, wie er aufgebaut ist, wird hervorragend angeströmt, so dass überall im Biofilter die Bakterien auch ansiedeln können. Also, je mehr, desto besser, und da gibt es keine Obergrenze. Aber du solltest natürlich schauen, dass aus deinem Becken kein Whirlpool wird. Also irgendwann, die Fische sind keine Hochleistungssportler, du solltest natürlich dann den Filterrücklauf so machen, dass das Wasser einfach ruhig zurückkommt. Aber wenn man nachher statt in einem 50er Rohr das Wasser in einem 100er oder 150er Rohr zurückkommen lässt, so dass die Strömung noch passt, dann ist das gut. Du solltest einfach schauen, dass die Fische nicht den ganzen Tag da im Kreis rumgejagt werden, sondern dass sie auch immer mal noch eine ruhige Stelle im Becken haben, wo sie sich ablegen können, so dass es einfach noch natürlich ist. Und du wirst ein anderes Problem haben, gerade bei Innenhälterungen. Da geht es natürlich auch darum, um deinen mechanischen Filter. Im mechanischen Filter sollte natürlich das Wasser so ruhig wie möglich sein, dass entweder bei konventionellen Filtern eine Sedimentation des Schmutzes stattfinden kann oder dass, wenn du jetzt einen Papierfilter oder einen Trommelfilter hast, der auf die Größe des Beckens ausgelegt ist und du jagst da Wasser durch ohne Ende, dann ist natürlich entweder der Papier- oder der Wasserverbrauch enorm hoch. Von daher solltest du natürlich dann deinen mechanischen Filter auf deine tatsächliche Umwälzleistung ausrichten und nicht auf deine Beckengröße. Und dann wirst du wahrscheinlich das Problem haben oder könntest das Problem haben, ich denke jetzt einfach mal an einen Bürstenfilter, aber das ist bei allen anderen Filtern dann genauso. Wenn du jetzt einen Bürstenfilter hast, der nachher wegen mir 2 Kubik hat und dein Becken hat 4 Kubikmeter, du brauchst die 2 Kubikmeter, um einfach den hohen Volumenstrom von 20.000 Litern, wenn du jetzt 5-mal umwälzen würdest, um da noch eine vernünftige mechanische Filtration, eine Partikelfiltration zu haben, hast du nachher 2 Kubikmeter Bürstenfilter, und wenn du den nachher reinigst, dann fehlen dir halt immer nachher im Teich von oben 30, 40, 50 Zentimeter Wasser. Da solltest du dran denken, das sind die 3 Punkte, die du da einfach bei bedenken musst. Wir haben die Beetfilter, die bieten sich für die Innenhälterung hervorragend an. Ich würde es auch nie anders machen, das ist wirklich perfekt, aber auch da ganz klar, je mehr Wasser du da durchjagen willst, desto höher ist nachher die Pumpenleistung und desto häufiger musst du den Filter am Ende auch spülen. So, aber grundsätzlich, ich weiß, in Japan, Makoto in seinen Tosai-Becken, den kleineren Becken, was wir oben auf der Farm haben, die werden mit Sicherheit 3 bis 5 Mal pro Stunde umgewälzt. Und das gibt auch wieder dem Makoto die Möglichkeit, in die Becken einfach entsprechend viele kleine Koi zu setzen, weil die haben auch einen extrem hohen Stoffwechsel. Die atmen auch das Ammonium nach der Fütterung relativ häufig ab. Und da eben diese Peaks relativ schnell zu brechen, braucht es eine hohe Wasseraustauschrate, um dieses Ammonium eben möglichst schnell den Filterbakterien anzubieten. So, Alex, vielen Dank für deine Frage. Hat mir gefallen. Mach's gut und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.